Und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Letztes Mal waren wir nochmal hier für die gelehrte Halen unterwegs und haben Technologie geborgen. Und nun quatschen wir mal mit Paladin Dance. Entschuldigung, Paladin Dance? Ich hätte da eine Mission für dich, wenn du bereit bist. Aber klar, sag mir einfach, was du brauchst. Sag mir einfach, was du brauchst. In Ordnung. Im Laufe der Jahre hat die Bruderschaft einige Erkundungsteams in das Commonwealth entsandt. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Das Team von Paladin Brandis? Sie sind tot, ich habe die Leichen gefunden. Das Team von Paladin Brandis. Ich habe sie gefunden. Was ist mit ihnen passiert? Das war ein Team aus 9 Männern in der Nähe von Morden. Es gibt einen Überlebenden, Paladin Brandis. Es gibt einen Überlebenden. Paladin Brandis. Paladin Brandis? Er lebt? Kann er zur Bruderschaft zurückkehren? Ich mache mir Sorgen, er ist paranoid, labil. Es geht ihm gut, aber er will, dass man ihn in Ruhe lässt. Ist vielleicht am besten. Vieles hat sich geändert. Schwer zu sagen, ob er nach all der Zeit wieder einen Platz in der Bruderschaft gefunden hätte. Müssen wir sonst noch was besprechen? Wie wird die Bruderschaft ihrer gedenken? Möchtest du ihre Holobänder haben? Möchtest du ihre Holobänder haben? Ja, ich nehme sie. Falls wir zurückkehren, sorge ich dafür, dass die Angehörigen die Bänder erhalten. Wie wird die Bruderschaft ihrer gedenken? Sie haben sich der Mission tapfer gestellt. Sie haben ehrenhaft gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Sie lebten und starben gemeinsam. Als Brüder. Das bedeutet es, ein Mitglied der Sterlernen Bruderschaft zu sein. Das wär's. Das wär alles. Das ist alles. Das wär's. In Ordnung. Ich schreibe einen Bericht basierend auf deinen Informationen. Falls wir zurückkehren, wird die Bruderschaft ihre Erinnerung in Ehren halten. Unter diesen Umständen kann ich dir nicht viel für deine Dienste anbieten. Ich hoffe, ein paar Kronkorken sind ausreichend. Das war keine einfache Mission. Du hast dir meinen Respekt verdient, Anwärter. Gut gemacht. Gut, dass wir die auch schon erledigt hatten. Das ist natürlich toll. Paladin. Wenn du mal Lust hast, die Herde weiter zu dezimieren. Hier in der Gegend sind eine Menge wilde Ghule unterwegs. Okay. Denk dran, wenn du Sins siehst, sofort umlegen. Wir machen keine Gefangenen. Das war's jetzt hier erstmal, oder was? Sieht so aus. Durchladen. Du musst einige Ziele beseitigen. Wie lautet die Mission? Keine Ahnung, bin ich sicher, bin bereit. Wie lautet die Mission? Schlechtes Gedächtnis, was? Es geht darum, Mutanten, Ghule, Synths und wie sie alle heißen, auszulöschen. Ja, gut, ich bin bereit. Ich bin bereit. Gute Antwort. Hier ist das neueste Zielgebiet. Ich will dich erst wiedersehen, wenn der Ort gesäubert ist. Genau dich wollte ich sehen. Nee, jetzt reicht's langsam. Jetzt reicht's langsam. Wollen wir hier nicht ewig die Missionen machen? Ach, wie cool. Wir haben säubere Trinity Plaza. Der ist wo? Da unten. Ein bisschen weiter weg. Hubris Comics war zwar hauptsächlich ein Verlag, ist aber in die Bereiche Radio, Fernsehen und Spielwaren expandiert. Silverschraut und Groggenhack der Barbar waren zwei seiner beliebtesten Marken. Ja. Der gute Groggenhack. So, hast du es bald? Da wären wir. Mistiges Wetter. Echt verdammt beschissenes Wetter. So, da müssen wir lang. Okay. Und da sind schon die ersten. Hä? Was? Hä? In dem Gebäude? Da ist nichts mehr.
Hallo. Scheiße. Mann. Hallo. Jawohl. Na komm. Noch jemand? Eine Puppe? Nein. Mensch. Zieh doch was an. Sitzen die oben auf dem Gebäude? Ich glaube, die sind einfach drinnen. Es gehört. Hallo. Huch. So, hier rum. Da müssen wir... Oh Gott. Da müssen wir ernsthaft rein. Hallo! Nein. Du kannst deine Rüstung hier nicht verlassen. Warum? Weil ich hier raus muss. Ich wollte nur kurz hier, weißt du? Das übliche Gesamtnähle. Aber krass, ne? Wollen wir das mit der... Ja doch, komm, wir machen das mit der Power-Rüstung. Die Einstiegsanimation ist einfach schon so cool, ne? Diese Power-Rüstung wird angemessenen Schutz bieten. Okay. Dann packen wir's, ne? Auf geht's. Trinity Church. Supermutanten, warte mal. Die Mollys sind ja jetzt nicht so der Burner. Macht überhaupt gar keinen Schaden, wahrscheinlich nur gegen Roboter. Ich schmeiß nochmal eine. Können wir genau beobachten. Achso, die fällt da runter. Ja gut, dann bringt das natürlich wenig. Warte mal, ich lade mal gerade neu, das war ziemlich bescheuert. Darf man ja auch. Man darf auch mal neu laden. Weißt du was? Wir könnten eigentlich auch mal eine Baseballgranate ausprobieren, ne? Was? Wer da sein? Da draußen. Irgendwo. Hallo. Das klingt irgendwie... Hat er eine Powerrüstung? Ups. Ja, komm. Wir gehen mal hier hoch. Black Bay, gehe ich hier wieder raus oder was? Das wollte ich doch gar nicht. Episch. Total episch. Gut. Falls das hier heute noch was wird mit dem Ladebildschirm, dann gehen wir halt einfach wieder rein.
So, hallo Ada. Und da sind wir wieder im Geschäft. Stellt sich mir nur die Frage, wie komme ich da wieder hoch? Von hier. So, der Typ da, der ist ziemlich gefährlich. Da komme ich aber auch nicht rüber, verdammt. Warte mal, hier vielleicht? Gewaltprotokolle aktiviert. Jetzt bin ich wieder hier. Ein Hoch auf die Powerrüstung. Aber unsere Beweglichkeit ist natürlich stark eingeschränkt. Au. Alles gut. Sehr schön. Geschafft. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal um. In aller Ruhe. Denn wir haben ja Zeit. Kampfflinte, Visier, leicht. Unglaublich überwältigende Geschichten. Ja. 5% Schaden gegen Supermutanten. Mein Gott. Super. So, da ist nichts mehr. Da hätten wir auch irgendwie hinkommen können. Mensch, der hat aber gut hier Löcher in die Wände gemacht, ne? So, wie immer, wir schauen uns hier überall genau um. Denn wir wollen ja nichts übersehen. Hier noch irgendwas. Ah, nö. Überfälliges Buch, das nehmen wir mit. Noch eins irgendwo? Nein. Noch ein überfälliges Buch. Vielleicht irgendwo mal ein Safe oder so? Sieht nicht so aus. Mal kurz. Sehr schön. Spielzeugauto. Das Ding gehört in ein Museum.
Baseball brauchen wir auch. Spielzeugauto. Hallo, Daddy. Hier ist nichts. So, hier wieder hoch. Hier geht's noch nach oben. Da gehen wir gerade mal hoch. Auf das Türmchen wahrscheinlich, ne? Geht's nochmal hoch und hier. Aha. Das klang gerade irgendwie nach einer Falle. So, der Fusionskern deiner Power-Rüstung ist fast leer. Kann ich den jetzt irgendwie so aufladen? Wahrscheinlich nicht. Aha. Ah, okay. Hast du einen weiteren Kern im Inventar, wird er automatisch verwendet, wenn dein alter Kern verbraucht ist. Sehr schön. Das freut mich. Shit. Schön. So. Ein Fusionskern und wir haben tatsächlich 54 Fusionskerne im Inventar. So wie es aussieht. Das sollte für die nächsten 5000 Jahre reichen. Gut. Jetzt einmal noch ganz nach oben. Oh, wie süß. Okay. Das bringt uns nichts. Gut, dann sind wir hier fertig. Denn sonst war hier ja nichts mehr. Dann gehen wir da drüben wieder raus. Vielleicht ist ja außen noch irgendwas. Aber ich glaube nicht. Na komm schon. Entdeckt Trinity Tower. Was? Wer da sein? Ja. Das war hoffentlich der letzte. Jawohl. Da ist noch irgendwo einer. Nichts, Schädel, Augenhöhle. Bald ich dich finden, Mensch. Mhm, will ich sehen. Ha! Noch ein Mensch kommen! Rex rettet wollen! Wett? Ihr Schwarzein! Ihr Schwarzein! Ihr leidet für eure Überhebung! Begonnen! Der Vorhang fällt! Gehe der Funknachricht nach! Hier? Okay, im Trinity Tower. Ach, wollen wir das jetzt noch machen? Ja, würde ich mir eigentlich gern mehr Zeit für nehmen. Das machen wir ein anderes Mal.
Und zwar nächstes Mal. Dann gehen wir nämlich jetzt erst zurück. Erstatten der Bruderschaft Bericht. Und dann bringen wir die Powerrüstung auch mal wieder zurück. Die ist zwar, ja, ist ganz cool, aber... Für mich, mir ist es irgendwie, weiß ich nicht... Zu ungewohnt. Ach, was sind das denn? Supermutantenbetten? Sieht so aus, ne? Sehr gemütlich, auf jeden Fall. Einmal hier. Komm schon. Dabei. Mal los. Kommt's mir nur so vor, da werden die Ladezeiten immer länger. Da wird geschossen. So. Also, bist du fertig oder Klau. Was? Bestätigt. Wirklich? Vielleicht hast du doch mehr drauf, als ich dachte. Im Commonwealth wird das Ungeziefer so schnell nicht ausgehen. Wenn du auf eine weitere Mission willst, sag es mir. Jederzeit. Naja, jetzt reicht's erstmal. Keine Ahnung. Gute Soldaten sterben, wenn keine Entscheidungen getroffen werden. Denk darüber nach. Ach so, selber. Unmöglich, der Typ. Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir reisen einmal zum Diner. Das von General Atomics International vor dem Großen Krieg entwickelte Robohirn verwendet als einziges Modell tatsächlich ein organisches Gehirn als Zentralprozessor. Ist mir neu. Hey, Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Na, ich schau mal, was du hast. Ich habe von allem etwas. So. Das Ding wollten wir verkloppen. Das Ding auch. 206, sehr schön. So, 308, 25er, 10 mm. So, schauen wir gerade hier. Wir brauchen Schrauben. Für Glasfaser. Glasfaser brauchen wir auch. Nochmal Schrauben. Kleber, Stoff, Gummi, Stahl. Federn sind auch immer gut. So. Dafür bekommt sie haufenweise Vorkriegsgeld. Okay. Zack. Die Vergangenheit sorgt immer wieder für interessante Funde. Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Brauchst du irgendwas? Dann gucken wir nochmal bei ihr. Dann lass mal sehen, was du so hast. Das ist jeden einzelnen Kronkorken wert. So. Trenchcoat. Smoking, das ist Faust. Was haben wir hier?
Schraube, Schraube, Schraube. Feder. Glasfaser. Ein Rattengift ist Glasfaser drin, okay. Na dann. So, wo haben wir unser Vorkriegsgeld? Dort. Nein. Zack. Sehr schön. So, einmal zurück. Der grauenhaft mutierte zweiköpfige Rathirsch ist eine armselige Kreatur, die wahrscheinlich beim ersten Kontakt das Weite sucht. Wenn er jedoch in die Enge getrieben wird, kann er ein tödlicher Gegner sein. So, gut Tag. Einmal den ganzen Schrott darüber, die nehmen wir wieder mit. Ich wette, dafür bekommt man einen Haufen Kronkorken. Du erinnerst mich an einen jungen Mann, den ich mal kannte. Hat nie Ärger gesucht, aber ihn immer gefunden. Und raus. Nein! Toll, jetzt hänge ich hier fest. Doch nicht. Die ist schon cool. Ist schon cool, muss man ja sagen. So, können wir hier eigentlich... Ich glaube nicht, ne? Rückstoßdämpferkolben, aha. Aha, aha, aha. Machen wir. Gut, hier haben wir ja eigentlich auch nichts mehr, ne? Nö. Dann schauen wir jetzt nochmal bei der Rüstung gleich. Und bei Ada müssen wir auch mal schauen, ob wir da nicht auch noch irgendwie irgendwas verbessern können an ihr. Da brauchen wir Rang 4. Okay. Gut. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wachbord, Ruhe, Hörnkopf. So, Torso, Aggressotron, Torso, Frontopfer. Da kann man natürlich schon geile Sachen machen. Hier verlieren wir auch nichts an Tragekapazität, ne? Das können wir eigentlich machen. Hier genauso. Machen wir. Heckmodul, Dietrichmodul. So, linker Arm, Protektron, Roboter. Flammenwerfer, Laserhand, da können wir nichts machen. Klauenhand. Können wir auch noch verbessern.
So. Überlegene Geschwindigkeit. Brauchen wir aber Wissenschaft. Okay, da haben wir dann minus 10, das heißt, wir lassen das so. Farbe, schwarze Farbe. Wunderbar. So. Haben wir die gute Ada auch nochmal verbessert. Die sieht schon cool aus, ne? Muss man ja einfach sagen. Witzig. Na gut. So. Okay. Quick save. Weil wir hiervon auch ziemlich viel nur mal irgendwie verkaufen können. Aber gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann hier um diese Funknachricht. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.